Why cry? Love is the reason why we smile. Why cry? Love is the reason why we smile. Ja, das ist eine kleine Kostprobe schon mal von der Band Green Culture. Sie sind eigentlich zu viert. Zu Gast ist heute nur der Jakob alleine. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja. Der Song ist von euch. Welcher Song ist das gewesen? Jetzt gerade? Ja. Das ist ein Song, so ein Jam-Song, also so wie die meisten Songs entstanden sind. Schön rhythmisch mit ein paar Akkorden und dann findet man die Melodie und den Text, der dann natürlich auch irgendwie in die Situation passt und an die man sich erinnert, dann an die Situation. Ihr macht ja Musik mit einer Message, könnte man sagen. Also was ist genau das Ziel, das du erreichen möchtest mit der Musik, die ihr macht? Also es ist, das hauptsächliche Ziel sind Sachen, die ich wahrnehme, die ich dann ausdrücke in der Musik, damit es noch mehr Menschen hören, als nur die, die es dann gehört haben, wenn ich es ausgedrückt habe. Okay. Du hattest mir ja vorher so einen schönen Text geschickt, da steht ja drin, ihr wollt mit Musik die Menschen verbinden. Warum glaubst du, ist das notwendig, also im Zusammenleben zwischen den Menschen? Also die Menschheit hat ja verschiedene Wandel vollzogen in der letzten Zeit und vor allem sehe ich, dass ganz viele Menschen jetzt nur noch alleine wohnen, weil alleine kommt man besser klar und alle wollen Karriere machen und dadurch hat man quasi das Familienkonzept gar nicht mehr. Und man braucht halt auch Gesellschaft, in der man sich wohlfühlt, damit man auch gesund ist. Und wenn ich jetzt irgendwie rausgehe auf die Straßen, dann sehe ich halt nur noch Menschen, die für sich sein wollen. Und das passiert ständig. Und wenn man sich nur isoliert, dann wird es einem auf jeden Fall schlecht gehen und dann wird man auch krank. Okay. Und wie hilft da dann die Musik bei, dass die Leute dann zusammenkommen? Oh. Ja, also ich sehe es halt immer wieder, wenn ich Musik mache und Menschen auch angucke und sie sich gesehen fühlen, dann machen sie dasselbe mit den anderen Menschen, die dann auch in dem Raum sind und das anfangs einfach nur lächeln und dann irgendwann auch ein bisschen tanzen, klatschen oder schnipsen oder auch mitzusingen, dass ich das auch animieren kann, dass es funktioniert. Okay. Ihr seid ja normalerweise zu viert. Wer sind denn die anderen, die noch dabei sind? Also du hast jetzt Gitarre und Gesang. Ja, genau. Wer ist noch dabei und was machen die? Ich habe noch meinen Mitbewohner und noch einen weiteren aus meinem Studiengang. Also mein Mitbewohner studiert mit mir und der heißt Mirko. Der Vincent, der aus Luxemburg kommt, der studiert auch mit mir. Und der Alan, der wohnt in Duisburg und der kommt aus Syrien. So, wir haben eine Gitarre, noch eine Gitarre, wir haben Bass, eine Cajon und Keyboard. Also mehr Instrumente als Musiker, aber das entscheidet sich dann bei jedem Song, wie wer Lust hat zu spielen. Okay. Ihr habt ja 2016 angefangen in einer Kapelle einer Kirche. Also erzähl mal ein bisschen, wie ist die Band entstanden? Also die Band ist entstanden, ich habe einen Mann getroffen in Neuss, der hat gesagt, ich will eine Reggae-Band machen. Und ich habe gesagt, ich will auch eine Reggae-Band machen. Und dann sind wir zum Volker, den ich gestern noch getroffen habe bei der Jam-Session im Chapeau Kultur von Kulturkram, sind wir dann zu dem in die Kapelle, die bei dem um die Ecke ist, und haben dann angefangen, Musik zu machen als Gruppe. Okay. Du sagtest gerade, du wolltest unbedingt eine Reggae-Band machen. Warum denn gerade Reggae? Ich meine, es gibt ja so viele andere Musikrichtungen auch. Warum hast du gerade Reggae als Musik gewählt? Genau. Es gibt viele Gründe. Der erste Grund und der wichtigste ist, dass ich das Gefühl für Reggae habe und dass ich die Musik auf der Gitarre umsetzen kann. Also ich würde eine Jazzband machen, wenn ich Jazz spielen könnte, aber ich kann halt nur Reggae spielen. Immer wenn ich mich nicht konzentriere, dann kommt sofort der Offbeat, also nicht auf die 1, sondern auf die 2 zu schlagen. Okay. Wunderbar. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Menge drüber gesprochen. Wir sollten mal reinhören. Du hast 2 Songs im Studio gerade eben gespielt. Welcher ist der erste, den wir jetzt hören werden? Der erste, der ist der Garten in der Stadt. Das ist der Garten, der in Neuss entstanden ist, in der katholischen jungen Gemeinde St. Quirin. Da haben wir auch viel geprobt in der letzten Zeit. Und da haben wir einen Garten gemacht, einen Community-Garten, wo Früchte und Sonnenschein und alles vorhanden war für einen gelingenden Community Garden. Okay. Würde ich sagen, da hören wir mal rein.
Heut Morgen um 8 ging ich los und machte den Garten auf, war dran und drauf den Boden um zu graben. Ich wollte nicht verzagen, symbolisch den ersten Schritt, fühlte ich mich erst verrückt und allein. Sollte ich nach ein paar Stunden nicht mehr sein. Ein gemeinsames Ziel gab es zu erklimmen, mit Ideen und Geschick rumgehüpft wie Grillen. Schon bald gab es Struktur, gemeinsam in einer Spur. Schon bald kamen Früchte und die ersten Gerüchte. Wir machen einen Garten in der Stadt und singen dieses Lied danach. Wir machen einen Garten in der Stadt. Die Chilis, die hier wachsen, sind scharf. Guten Tag, Freunde, ich bin hier geblieben, schrieb ich gestern um 17.07 Uhr, nicht weil ich im Modus war, nicht weil ich die Uhrzeit sah. Ich habe jetzt Feierabend, ich fühle mich wunderbar, ich bin schon in der Stadt, ich lade meine Freunde ein. Doch wenn's immer um mich geht, dann werde ich alleine bleiben. Die Vögel, die zwitschern seit mehreren Tagen, ich grüß die Sonne täglich, denn ständig möchte ich fragen, wann kommt ihr endlich mal zu mir in den Garten? Was wir da so machen, werd ich euch nun verraten. Wir machen einen Garten in der Stadt und singen dieses Lied danach. Wir machen einen Garten in der Stadt. Die Chilis, die hier wachsen, sind scharf, so scharf, so scharf. Jackpot, Jackpot, wir sind alle frei, pflücken Erdbeeren um 3. Ich frag, wer hat Saft dabei? Ich mäh das Gras, ich lege nach. Ich hör nicht auf, ich muss dran denken, wenn ich schlaf. Selbst dann mach ich einen Garten in der Stadt und singe dieses Lied danach, danach. Wir machen einen Garten in der Stadt. Und die Chilis, die hier wachsen, sind scharf. Wir machen einen Garten in der Stadt und singen dieses Lied danach. Wir machen einen Garten in der Stadt. Die Chilis, die hier wachsen, sind scharf. Das war Green Culture mit Garten in der Stadt. Mal eine Frage, also das ist ja jetzt ein Text über etwas, was du, also einen Garten, den ihr tatsächlich angelegt habt. Entstehen eure Texte alle so oder woher kommen die ganzen Texte? Ja, die entstehen quasi alle so in Begegnung, also in Zeit, die man miteinander verbringt und irgendwann überlegt man sich, ja, was machen wir denn als nächstes? Ja, dann habe ich plötzlich eine Gitarre in der Hand, spiele irgendwas, dann begleiten mich Menschen und dann wird meistens über die Situation, in der wir stecken, gesprochen oder gesungen. Und das kommt auch aus mir raus. Aber ich bin nicht der Einzige, der da im Mittelpunkt steht, sondern im Mittelpunkt steht eigentlich die Gruppenintelligenz, die entsteht dadurch, dass wir alle in echter Begegnung stecken. Also keiner versteckt sich irgendwie und meint so, ja, ich muss gleich wieder nach Hause oder so, sondern wir sind da und wir sehen uns auf Augenhöhe. Mhm. Und dadurch entsteht halt dieses Gesprächsrohr der Gruppe, auch durch mich raus, dadurch, dass ich einfach nur sage, was ich wahrnehme und alle steigen mit ein, weil sie sich gehört fühlen, ohne dass sie wirklich dann was sagen zum Beispiel. Ist das denn dann so, also dass alle Songs dann immer gemeinsam entstehen oder schreibst du die Songs oder auch noch jemand anderes? Wie funktioniert das bei euch? Also in der Green Culture ist es so, dass auch andere Songs hinzugebracht worden sind von Sonja, die auch in der Band war. Ja. Und Michel, der war auch in der Band. Also es sind halt verschiedene Menschen gekommen und sie gehen auch wieder, aber sie kommen auch wieder. Also es ist halt nicht so ein Ausschluss, den ich jetzt gerade gedeutet habe, sondern eher so ein Willkommen sein. Aber wenn du keine Zeit hast und es gerade nicht passt, dann ist es halt so. Aber jeder aus der Band ist auch immer bereit, was mit einzubringen. Ob musikalisch, während des Songs, den ich dann irgendwie bereitstelle, oder wenn andere Songs bereitstellen, dann gebe ich ja auch was mit meiner Gitarre hinzu.
Sind denn eigentlich immer die Texte zuerst da oder die Musik oder ist das fließend oder wie funktioniert das? Also zuerst sind die Begegnungen da, das habe ich schon gesagt. Und wenn dann geprobt wird für einen Auftritt, dann sind zuerst die Songs da und vor allem auch der Auftritt. Also wenn wir in der Band einen Auftritt haben, dann haben wir auch einen Grund, um uns zu treffen, um zu proben zum Beispiel. Ansonsten wäre die Probe ein Jam, wenn wir keinen Auftritt hätten. Also dann wäre es eine Begegnung wieder. Mhm. Ganz simpel, ohne viel Druck. Ja. Okay. Behandelt ihr dann alle Themen oder gibt es auch Themen, wo du sagen würdest, nee, darüber schreiben wir nicht? Oder wie funktioniert das? Also ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf antworten soll, ob wir alle Themen behandeln. Es kommen auf jeden Fall alle Themen irgendwie rein und die, die am gewichtigsten sind, die bleiben auch im Kopf und die werden dann auch, die kommen dann wieder. Ne? Und dadurch, dass Themen wiederkommen, werden die dann auch eher in Angriff genommen als Themen, die nur einmal kamen und sich dann vielleicht verflüchtigt haben. Okay. Du hattest mir ja vorher einen Text geschickt und da steht dann drin, ich zitiere mal, Musik, die urbane Lust zu tanzen versteht und zum Mitschwingen einlädt. Liebe ist das Gefühl, welches uns bewegt und Liebe ist bedingungslos. Alles kann, nichts muss. Das klingt so ein bisschen nach Hippie-Bewegung. Ja, ist auch richtig so. Also ich sehe zum Beispiel ganz viel, dass die Bildung und das, was uns Menschen ausmacht, gar nicht mehr wirklich aus der Natur kommt, sondern das kommt vielmehr von der Gesellschaft, die uns sagt, so sieht der Traum aus, der verwirklicht werden möchte und das ist ein Auto zu haben oder irgendwie viel Geld zu verdienen. Und für mich ist das Wichtigste, dass man selber rausfindet, was aus in einem selber drinsteckt und was aus deiner eigenen Natur dann rauskommt. Mhm. Und das rauszufinden, dafür musst du halt auch irgendwie in die Natur gehen. Und es gibt viele verschiedene Begriffe, zum Beispiel das Walden, dass man zwei Wochen im Jahr irgendwie in den Wald gehen soll, um sich selbst zu begegnen und sich selbst wiederzusehen. So, und das ist halt ganz schwer in der heutigen Gesellschaft, wenn wir bei zu vielen Reizen durch die Stadt laufen und dann gar nicht mehr wirklich uns selbst sehen können, weil wir zu viel Input von außen bekommen. Und das ist für mich ein großes Problem. Und ich glaube, durch die Musik kann ich auch wieder einen Raum erschaffen, wo die Menschen sich wieder ganz vertrauen können und sich ganz sehen können und bedingungslos auch sich selbst lieben können. Da fangen wir ja an. Also wir wollen in uns selber keinen Richter haben, der uns verurteilt und keinen Angeklagten, der verurteilt wird. Weil das haben ganz viele Menschen in der heutigen Gesellschaft, dass wir uns für eine Sache, die wir falsch gemacht haben, tausendmal bestrafen können. Okay. Und das ist furchtbar. Ihr schreibt Texte auf Deutsch und auf Englisch. Die meisten Menschen entscheiden sich ja für eine Sprache. Warum sind es beide Sprachen bei euch? Weil wir erstmal gar nicht zielgruppenorientiert die Songs geschrieben haben, sondern einfach nur das gesungen haben, was uns bewegt hat und was aus uns rauskam. Und auch aus mir, also der Mix, der ist ja auch nur entstanden, weil englische Texte manchmal schöner klingen als deutsche Texte. Manche Menschen wissen, dass die deutsche Sprache ein bisschen sehr rabiat ist. Mhm. Und die englische Sprache, die kann dann schon mehr fließen und mehr schwingen. Also das ist schon interessant, wenn man da in die Materie geht, dass dann gemerkt wird, wie anders Texte wirken können, nur dass die Sprache geändert wird. Mhm. Also liebend gern auf Deutsch zu rappen, weil die Rap-Kultur in Deutschland ist Hammer. Und auf Englisch den Chorus zu singen, weil das mehr schwingt und mehr diese Harmonie reinbringt wieder in den Song. Ja, und dein zweiter Song, den du mitgebracht hast, der ist auch direkt auf Englisch. Welcher ist das? Der Song heißt Amazing Days. Okay, da hören wir jetzt mal rein. Walking down the forest, jobless, meet my friends, I am honest. My guests are the beings surrounding these places. Humans, butterflies, beautiful faces. So come on, let's join the sun. Sitting near the fire,
all day long. These amazing days near the fireplace, it is the consciousness that I find, and now I'm feeling right. It's up to me to invite everyone that I like. So come on, let's join the sun, sitting near the fire all day long. These amazing days, yeah, near the fireplace, near the fireplace, near the fireplace, near the fireplace. Near me fireplace. I'm tired, I wanna sleep. Oh, please help me, Lord, 'cause I cannot believe. If I am sure what I have done, sitting near the fire all night long. These amazing days near the fireplace, near the fireplace, near the fireplace. Walking down the forest, jobless, meet my friends, I am honest. My guests are the beings surrounding these places. Humans, butterflies, beautiful faces. Beautiful faces. There are beautiful faces. There are beautiful faces. Das war Amazing Days von Green Culture. Wo ist oder wie ist dieser Song entstanden? Dieser Song ist wie die meisten Songs in Gemeinschaft entstanden, aber nicht in Neuss im Garten, sondern in Mönchengladbach im Community Garten in Geneiken. Okay. Und was ist das Besondere an dem Garten? Der Garten, das ist ein Permakulturgarten, der ist viel größer als der Garten in Neuss. Da haben wir auch Feuer machen dürfen und wir hatten da einen Lehmofen haben wir gebaut und haben da Pizza gebacken und was dazu gehört, ist natürlich die Musik dann auch. Ihr kommt ja aus Neuss. Gibt es da eine große Fanszene für die Musik, die ihr macht? Mhm. Es gibt durchaus eine Fanszene in Neuss, die die Reggae-Musik mag. Das ist vor allem mein Freundeskreis. Also wir sind halt noch nicht so auf dem Schritt in die Kommerzialität. Also da, es war immer auf Freundschaftsbasis und es ist immer für umsonst gewesen. Es waren Geburtstage, wo wir Konzerte gespielt haben oder Festivals, die ich selbst organisiert habe mit der KJG. Das Sunshine Street Festival zum Beispiel, da haben wir dann auch einen Auftritt gehabt. Mhm. Genau. Du sagst, es ist bisher nicht kommerziell. Ist denn da was angedacht, in den kommerziellen Bereich dann irgendwann mal zu gehen mit der Musik? Ja, also ich werde häufig gefragt, ob wir vielleicht eine CD haben oder anderes und alles, was halt Geld kostet, das braucht halt auch Geld und alles, was in der Bandkasse reinkommt, das können wir auch benutzen, um Equipment zu kaufen oder CDs aufzunehmen und dafür muss man halt auch dann Geld nehmen, wenn man Konzerte spielt und das ist dann ein anderer Charakter als sowas, wie ich es vorhin präsentiert habe. Ihr macht ja eher anspruchsvolle Reggae-Musik, also mit anspruchsvollen Texten. Ihr wollt ja auch was erreichen. Ihr seid aber auch eher eine Liveband. Wie reagiert denn das Publikum so auf eure Texte? Erstmal sehe ich viel Begeisterung und viele Menschen, die vorne lächeln und sich freuen. Aber ich sehe auch ganz viele andere Menschen, die sagen, ich mag kein Reggae oder Ähnliches. Und das ist auch okay so. Also jeder hat ja so seine Musik, um seine Gefühle irgendwie zu transportieren oder halt auszudrücken. Musik ist
eines der wichtigsten kulturellen Güter der Menschheit. Also jeder drückt seine Gefühle mit Musik aus, ob es irgendwie schöne Musik, klassische Musik ist, um zu entspannen, oder ob es Techno ist, um den ganzen Körper mal richtig auszufringen, mit Schweiß und so trainieren zu gehen. Also unsere Musik ist halt Good-Feeling-Musik. Also wir haben schon gehört, Unconditional Love, das ist ja die bedingungslose Liebe. Also darum geht's halt. Also ich schenke meine Musik quasi den Menschen, die zuhören, und ich werde beschenkt, und das ist ein Hin und Her. Es ist nicht nur ein Geben oder ein Nehmen, sondern es ist beides. Und das ist schön daran. Und was habt ihr so für die Zukunft geplant? Wo wollt ihr hin mit der Band? Wird es vielleicht dann tatsächlich irgendwann noch die CD geben, die alle haben wollen? Oder? Ja. Also an der CD arbeite ich tatsächlich gerade mit meinem Mitbewohner. Der hat sich ein kleines Studio unter seinem Hochbett gebaut. Und da haben wir angefangen, die Gitarre aufzunehmen. Da kommt dann die Cajon, Bass, Keys, kommt alles drüber. Und dann haben wir eine CD, die wir verkaufen können. Oder für umsonst verschenken können. Da müssen wir uns noch entscheiden. Vielleicht ja verkaufen und dann immer größer werden und mehr Leute erreichen. Ja, also mehr Leute erreichen können wir auch, ohne dass wir viel Geld verdienen. Okay. Dann bedanke ich mich, dass du hier warst.